Die Umkehr in den Infektionszahlen und auch dann das schnelle Tempo, das sich andeutet in den Infektionszahlen nach oben, hat die Planungen über den Haufen geworfen. Das kann man so deutlich sagen. Das ist nach schwierigen Wochen und Monaten eine erneute zusätzliche Belastung für alle Beteiligten. Dessen bin ich mir sehr bewusst. Es tut mir auch sehr leid. Aber es ist letztlich auch nicht mehr die Frage gewesen, ob eine Veränderung gewünscht wird oder nicht, sondern nur noch, wann wird die Veränderung kommuniziert und in welchem Umfang kommt sie. Wir haben uns dazu entschlossen, ab dem 11. Januar ein zusätzliches Sicherheitsnetz einzuziehen. Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 werden bis zum Ende des Halbjahres, das sind 3 Wochen, im Wechselmodell nach Szenario B in geteilten Klassen unterrichtet. Hiervon ausgenommen ist der Abiturjahrgang, der bleibt im Präsenzmodus. Die Grundschulen, der Primarbereich startet im Regelbetrieb nach Szenario A. Aber die Schülerinnen und Schüler werden dort für 3 Wochen lang auch die Maske im Unterricht tragen. Ich weiß, dass auch das nichts Schönes ist. Ich glaube aber, dass das eine richtige Schutzmaßnahme in dieser Situation ist. Das gilt dann analog auch für die Schülerinnen und Schüler, die dann in einen Hort gehen. Wir brauchen jetzt noch einmal einen Kraftakt. Wir wissen, was das von allen abfordert. Das geht, glaube ich, jedem Einzelnen so. Gleichwohl liegt jetzt die Chance, in dieser und den nächsten Wochen den Lockdown dafür zu nutzen, dann auch mit einer hoffentlich schrittweisen Rückkehr in die Normalität in ein deutlich besseres und auch angenehmeres Jahr 2021 zu starten.